gewagt es, diese Zeit der Trauer zu stören? Hör auf, Mina. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist das der Donner? Das sind Schritte. Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Schnell!
dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn, wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten. Weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger. Ja. Gjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst. Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte. Und fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey, was soll das denn? Du hast Freunde, Vili. Und was ist mit Trügvi? Und mir? Und deinem Clan? Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Vili. Lustig sogar. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten. Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Ich denke sogar daran, dass wir füreinander hätten sein können. Daran dachte ich auch. Mit ganzem Herzen. So oft, dass es manchmal schien, als wärst du gar nicht fort. Vielleicht war es so. Ich will dich, Eivor. Deine Wärme. Deine Berührung. Meinst du so? Ich kann nicht sagen, wie ich das morgen sehe, Eivor. Sei still, Vili. Du weißt, dass das nur ein Moment der Lust war. Ein flackerndes Feuer. Ja. Wir ließen unsere Leidenschaft freien Lauf. Dieses eine Mal. Ich sollte zurück. Ausruhen. Die Beerdigung wird noch im Gange sein, wenn du ausgeschlafen hast.
Mili ist bereits weg. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten.